Wir gehen in der SPPM, in der subjektorientierten Prozessmodellierung, Geschäftsprozessmodellierung, weiter und schauen uns jetzt die Beispiele an, mit denen wir wieder dann die Gegenüberstellung zu den anderen Notationen schaffen. Das Beispiel, wenn wir uns erinnern, war ja dieser Antragsprüfungsprozess, den wir in verschiedenen Varianten modelliert haben. Wenn wir uns auf die einfachen Beispiele erinnern, war ja dort nie eine zweite Person involviert. Das heißt, wir haben es hier nur mit einem Subjekt zu tun in der SPPM. Da wird das jetzt ganz klar sichtbar. Es läuft keine explizit modellierte Kommunikation ab. Das heißt, wir beschränken uns jetzt in diesen ersten Beispielen einmal auf die Modellierung eines Verhaltensdiagramms, also eines Subject Behavior Diagrams, heißt es dann auf Englisch im Standard. Und erst später kommen wir dann zu den Interaktionsdiagrammen oder diesen Subject Interaction Diagrams. So, in der SPPM haben wir gesagt, wenn wir nichts senden und nichts empfangen, dann bleiben uns eigentlich nur die Funktionszustände übrig und die werden miteinander verbunden. Funktionszustand wird gekennzeichnet durch diesen runden Kreis mit diesem X drinnen, wo wir beschreiben, was in diesem Zustand zu passieren hat, Antrag prüfen, und dann sind wir fertig. Wichtig jetzt hier einmal die Markierungen, die kennzeichnen, wo der Prozess beginnt und endet, also Start- und Endzustand. Dieses Fertig ist vielleicht noch eine Erwähnung wert. Wir haben bislang immer gepredigt, dass man bitte Aktivitäten aktiv formulieren möchte und da immer ein Verb verwenden möchte. Hier geht es, wie gesagt, um Zustände. Ein Zustand darf auch nicht aktiv grundsätzlich sein. Im konkreten Fall braucht ein Zustandsdiagramm immer einen Endzustand, in dem nichts mehr passiert, sondern in dem der Prozess dann einfach endet. Darum gibt es hier diesen Fertigzustand. Der Zustandsübergang ist hier mit einer Bedingung behaftet, nämlich Antrag prüfen oder fertig folgt auf Antrag prüfen, wenn die Prüfung abgeschlossen ist. Grundsätzlich, und das ist so ähnlich wie in EPKs, könnte man eigentlich immer zu einer Verbindung die Zustandsübergangsbedingung dazuschreiben, also das Ereignis, das eintreten muss, bevor der nächste Zustand aktiv wird. Es ist aber hier nicht unbedingt verpflichtend. Das heißt, wenn wir sagen, Antrag prüfen und dann nur den Pfeil zu fertig ziehen, dann ist das auch okay. Vollständig ausspezifiziert, vollständig ausdefiniert ist der Prozess dann, wenn wir einem Schema ähnlich wie in der EPK folgen, also in diesen Funktionszuständen die Aktivitäten, die passieren, beschreiben und an den Kanten beschreiben, welche Ereignisse eintreten, bevor der nächste Zustand aktiv werden kann. Wo das dann wichtig wird, ist, wenn wir es wirklich mit Verzweigungen zu tun haben, da kodieren wir in diese Bedingungen genau diese Verzweigungen rein, also einander ausschließende Bedingungen, die dann in die unterschiedlichen Zweige reingehen. Wir beginnen hier bei diesem Beispiel wieder mit der Antragsprüfung. Da drinnen schauen wir an die Investitionssumme und gehen dann in drei verschiedene Zweige weiter, die einander ausschließen. Diese Bedingungen kennen wir unter 10, unter 1000 Euro, ab 10.000 Euro und dazwischen. Das waren unsere drei Bedingungen, die wir in den Beispielen immer gehabt haben. Wenn die Investition unter 1000 Euro ist, dann können wir den Antrag direkt bestätigen. Wenn es dazwischen liegt, dann können wir die Beilagen prüfen. Beides sind Funktionszustände. In beiden Fällen sind wir dann fertig, wenn wir die Prüfung abgeschlossen haben. Wenn die Investition größer als 9.999, also ab 10.000 Euro ist, dann machen wir nicht selbst, sondern leiten den Antrag weiter. Und da haben wir es jetzt zum ersten Mal mit einem Sendezustand zu tun, wo wir jetzt auch dann schon ein Subject Interaction Diagramm dazu modellieren könnten. Ist jetzt hier nicht gemacht. Ich skizziere es dann gleich. Wir haben also einen Sendezustand, der heißt hier Antrag weiterleiten. Und an der Kante, an der ausgehenden, definieren wir
an wen wir was weiterleiten. Wir sagen also, es gibt so etwas wie einen Vorgesetzten, den muss es dann auch im Subject and Action Diagram geben, und es gibt so etwas wie einen Antrag, auch den muss es dann als Nachricht im Subject and Action Diagram geben, und stellen so die Verbindung zwischen der Kommunikationsebene und der Verhaltensebene her. Auf der anderen Seite, beim Vorgesetzten, wird dann dementsprechend ein Empfangszustand irgendwo angebracht werden, wo wir auf diesen Antrag dann warten und dann Verhalten weiter modellieren. Wird also heißen, das Mindeste, was wir jetzt hier rauslesen können, ist, dass wir ein Subjekt haben, das irgendwie heißt, also der dieses Verhalten hier hat, das wäre vielleicht der Sachbearbeiter. Hoppla. Und wir haben ein zweites Subjekt, das wäre der Vorgesetzte, und hier gibt es eine Nachricht, die wird mit einem Pfeil dargestellt, und das ist der Antrag. Dieser Antrag, den wir eben hier sehen, an dieser Stelle, der wird hier übermittelt. Durch das Spezifizieren, an wen es gesendet wird, wissen wir auch, dass wir einen Vorgesetzten haben. Wie dieses Subjekt heißt, dessen Verhalten wir hier im Beispiel haben, wissen wir nicht. Wir sagen jetzt einfach einmal Sachbearbeiter dazu. Würde man dann wieder erkennen, wenn man das Verhalten des Vorgesetzten ansieht, weil im Verhalten des Vorgesetzten wird dann stehen, Antrag empfangen, und an der ausgehenden Kante würden wir wieder spezifizieren, von wem wir die Nachricht erwarten und welche Nachricht konkret erwartet wird. Bevor wir aber zu dieser Kommunikationsmodellierung kommen, schauen wir uns noch die übrigen Beispiele an. Schleifen, ähnlich wie in den anderen Modellierungssprachen, einfach durch eine Rückführung, eine bedingte Rückführung im Ablauf der Zustände. Das heißt, wir prüfen die Anträge, da beginnen wir auch. Wenn keine weiteren Anträge vorhanden sind, sind wir fertig. Wenn noch Anträge vorhanden sind, dann geht's zurück und wir kommen wieder in die Antragsprüfung rein. Jetzt kommen wir zur Gesamtmodellierung. Und jetzt sehen wir das schon. Wir haben also ein Subjekt Sachbearbeiterin und ein Subjekt Abteilungsleiterin. Das sind also auf der obersten Ebene unsere beiden Akteure oder unsere Subjekte, die miteinander interagieren. Und wir definieren jetzt, dass Sachbearbeiterin an Abteilungsleiterin folgende Nachrichten übermitteln kann: eine positive Beurteilung, negative Beurteilung und eine Begründung. Das müssen, so wie in der BPMN, nicht alle sein. Das muss nicht die Reihenfolge sein, in der sie angegeben sind, die dann auch tatsächlich passiert. Was wir aber erkennen, ist, dass keine Kommunikation von Abteilungsleiterin zu Sachbearbeiterin passiert in diesem Prozess offensichtlich, und dass an drei Stellen potenziell eine Nachricht von Sachbearbeiterin zu Abteilungsleiterin übermittelt werden kann. Wenn wir uns das jetzt im Verhaltensdiagramm ansehen, dann sehen wir hier links das Verhalten der Sachbearbeiterin. Beginnen wir hier. Antragsprüfung. Wenn positiv beurteilt, dann wird die positive Beurteilung weitergeleitet, und zwar an die Abteilungsleiterin. Die Nachricht heißt positive Beurteilung. Wenn negativ beurteilt wird, dann leiten wir eben diese negative Beurteilung weiter und gleichzeitig auch die Begründung, beides an Abteilungsleiterin, und dann sind wir als Sachbearbeiter oder Sachbearbeiterin fertig. Wenn wir uns jetzt das Verhalten der Abteilungsleiterin ansehen, dann sehen wir, dass der Startzustand ein Empfangszustand ist. Das heißt, dieses Subjekt kann erst mit dem Agieren beginnen, wenn es eine Nachricht empfängt. Das ist so ähnlich wie das Message Start Event in der BPMN. Also wir definieren hier, der Prozess dieses Subjektes, das Verhalten dieses Subjektes beginnt dann, wird dann ausgelöst, wenn eine Nachricht, eine entsprechende Nachricht eingeht. Und das können, und das ist jetzt ein großer Unterschied zur BPMN, wo wir, wenn wir uns erinnern, immer eine 1:1 Zuordnung von Nachrichten hatten. Das heißt, wir konnten immer nur mit einem Event immer nur genau eine Nachricht empfangen, mit einem Sendeevent nur genau eine Nachricht senden. Das ist jetzt hier flexibler. Wir können hier sagen, wir haben einen Empfangszustand, das heißt, grundsätzlich warten wir auf Nachrichten, und die Nachrichten, auf die wir reagieren, sind
positive Beurteilungen und negative Beurteilungen, wenn sie von der Sachbearbeiterin kommen. Ja, da würde es jetzt unterschiedliche Möglichkeiten geben. Man könnte jetzt auch unterscheiden, wenn die gleiche Nachricht von einem anderen Akteur kommt, auch dann könnten wir anders agieren. Das heißt, wir sind hier in der Lage, viel feingranularer auf Kommunikationsmöglichkeiten zu reagieren. Wenn also die Beurteilung positiv war, also die Nachricht positive Beurteilung gekommen ist, dann bestätigen wir den Antrag, die Bearbeitung oder Bestätigung ist dann abgeschlossen und wir sind fertig. Wenn wir eine negative Beurteilung haben, dann wissen wir, okay, da muss jetzt irgendwo noch eine Begründung kommen und wir warten erneut, gehen erneut in einen Empfangszustand und warten auf eine Begründung von der Sachbearbeiterin. Und erst wenn wir die gelesen haben, dann lehnen wir den Antrag tatsächlich ab. Jetzt könnte man natürlich hier noch einmodellieren, dass nach der Begründungsprüfung es zu einer Revision kommen kann. Ist jetzt hier der Einfachheit halber nicht mitmodelliert. Würde man das reinmodellieren wollen, dann müsste man entsprechend mehrere ausgehende Kanten mit unterschiedlichen Bedingungen modellieren. In diesem Fall lehnen wir den Antrag auf jeden Fall ab und wenn wir diese Anplanung abgeschlossen haben, dann sind wir auch fertig. Gut, und man kann sich vorstellen, dass kann man mit beliebig vielen Subjekten spielen, was auch schon sichtbar wird. Es ist nicht notwendigerweise der übersichtlichste Weg, einen Prozess zu modellieren, weil sich die einzelnen Verhalten in einzelne Modellvisualisierungen aufspalten. Dafür sind üblicherweise diese einzelnen Verhalten relativ kompakt und relativ einfach zu verstehen. Wenn es also darum geht, einzelne Akteure in einer Organisation tatsächlich in einen Prozess einzubinden oder von denen die Information über den Prozess zu erhalten, zu erheben, dann kann das eine Möglichkeit sein, die Komplexität handhabbar zu machen, also die sichtbare Komplexität in der Prozessdarstellung zu reduzieren und dementsprechend dann einfachere Modelle zu bauen.